Wie viele Lösungen hat die Gleichung 7 sin x plus 2 cos Quadrat x gleich 5 mit unbekannter x Element von diesem Intervall von 0 eingeschlossen bis 2 Pi ausgeschlossen? Wir starten also mit dieser trigonometrischen Gleichung. Durch die Grundformel der Trigonometrie ersetzen wir Cosinus Quadrat von x durch 1 minus Sinus Quadrat von x. So haben wir nur noch Sinus von x in dieser Gleichung. Diese 2 wird hier verteilt und somit führt das sofort zur Gleichung 2 Sinus Quadrat von x minus 7 sin x plus 3 gleich 0. Da die unbekannte x nur in Form von sin x vorkommt, setzen wir y gleich sin x. Dann führt das zu dieser y-Gleichung zweiten Grades, die als Lösungen 3 und ein halbes hat. Vergessen wir nicht am Ende back to x. Wenn y 3 ist, dann bedeutet das, dass der Sinus von x 3 sein muss, was natürlich unmöglich ist. Ein Sinus befindet sich immer zwischen minus 1 und 1, kann also niemals 3 sein. Der zweite Fall, wenn y ein halbes ist, dann wissen wir, dass Sinus von x ein halbes ist in diesem Intervall. Im trigonometrischen Kreis sehen wir sofort, dass diese Gleichung 2 Lösungen hat. Wir brauchen diese 2 Lösungen nicht unbedingt zu bestimmen, um auf die gestellte Frage zu antworten. Die Antwort ist 2, also C. Im nächsten Tutorial werden wir auf eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade eingehen.